Hallo, ich grüße dich hier auf meinem Kanal. Ich heiße Elena und das geht direkt los. Ich habe mich für diese Farbe entschieden und du siehst, hier steht Kleister. Ich habe die Farbe mit dem Kleister vermischt und jetzt wird die auf meine Tapete aufgetragen und das mache ich mit dem Katalyst. Meine Idee ist, ich möchte meine Farbschichten lasierend auftragen und dafür habe ich den Kleister benutzt, um diese lasierende Wirkung zu erzielen. Das ist meine zweite Farbe, das ist Pink und zwar habe ich die Farbe viel zu stark verdünnt. Du siehst, das ist ziemlich flüssig und ich habe Probleme, die aufzutragen, aber die ist so wundervoll lasierend und das ist genau diese Wirkung, die ich erzielen wollte. Es macht gerade unfassbar Spaß, die Farbe aufzutragen. Meine Farbe ist noch feucht und das, was ich jetzt mache, es ist ein Kratzen. Ich kratze hier und da mit dem Katalyst rein in die Farbe, schiebe sie beiseite und dadurch erzeuge ich zusätzliche Muster in meinem Bild, mit denen ich gleich arbeiten werde. Und das ist die Farbe Nummer 3 und ich vermische die genauso wie zwei andere mit dem Kleister, um die auch lasierenderweise aufzutragen. Ich habe mein Bild über Nacht trocknen lassen und am nächsten Tag geht es weiter. Jetzt wird das Ganze erstmal feucht gemacht. Und die geliebte intuitive Linie wird jetzt ganz schnell aufgetragen und dann schaue ich mir das Bild an und fange einfach mit dem Ausmalen. So sieht im Moment die Oberfläche aus. Das ist mein sozusagen Ausgangsmaterial. Damit werde ich jetzt arbeiten und ich beginne einfach intuitiv die Flächen mit Negativmalerei so auszumalen. Ich habe mich dafür für die weiße Farbe entschieden und dann gucken wir mal, was sich alles in dem Bild verbirgt. Thank you.
Hier ist die Nahaufnahme, damit du siehst, was ich da genau mache. Mein Gedanke war, ich wollte einfach dieses zu viel, ne? Also ich hatte das Gefühl, dass es mir alles viel zu viel auf dem Bild, viel zu viel Farbe, viel zu bunt das Ganze. Und ich wollte mit diesem Weiß ein bisschen beruhigen, vor allen Dingen den Hintergrund beruhigen und dadurch auch die ersten Konturlinien zu finden, die mein Motiv sozusagen eingrenzen. So, jetzt bin ich fertig mit dem Hintergrund und entscheide mich jetzt für die nächste Farbe. Jetzt ist das eine Kontrastfarbe und ich hatte das Bedürfnis, etwas Kaltes reinzubringen und auch Dunkles reinzubringen und habe mich für diese dunkelblaue Farbe entschieden. Ich sah diese Personen und Gesichter
Und habe mir auch überlegt, soll ich die wirklich als Personen definieren und auch betonen. Dann habe ich die Gesichter ausarbeitet und dann diese Hautfarbe verliehen und auch die Frisuren nachgezogen und Schleifen in die Haare reingebracht, reingezeichnet. Und dann sah ich diesen Vogel und den Hund im Vordergrund und irgendwie waren diese zwei Wesen für mich die wichtigsten in dem Bild. Ich weiß noch nicht warum. Mein Bild ist fertig. Ich mag das total. Das ist ja total unerwartet gewesen, das Ganze vor einigen, aber dieser Hund und der Vogel und einen Titel habe ich auch gefunden. Das ist der Hund und der Sperling. Es gibt so ein Märchen von den Brüdern Grimm und dabei ist der Sperling die Seele des Hundes. Ich habe mich damit jetzt gerade noch beschäftigt und habe danach recherchiert und noch nachgelesen und irgendwie hat mich das gepackt, diese Idee, das genauso zu nennen und diese zwei Lebewesen als Hauptakteure des Bildes darzustellen. Hat dir mein Video gefallen? Wenn ja, dann hinterlasse mir gerne ein Like. Wenn du hier neu bist, dann abonniere gerne meinen Kanal, unterstütze mich und stöbere ein bisschen rum, schaue meine Videos an. Du findest hier jede Menge Inspiration. Tschüss, bis zum nächsten Mal.